Glück auf, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge von Aus erster Quelle. Wie heißt es so schön? Nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Und selten trifft dieser Spruch so sehr zu, wie wenn Schüler aus dem Westerzgebirge eine Exkursion zur Kläranlage nach Schwarzenberg machen. Dort lernen sie dann wirklich mal etwas, was man im Leben braucht. Oder besser gesagt, sie lernen mehr über das, was man ständig im Leben braucht. Man kann duschen, man kann Essen kochen, schwimmen, trinken. Zum Händewaschen, zum Duschen, zum Zähneputzen und zum Blumengießen. Und dann brauchen auch noch die Tiere das Wasser. Schon vor Beginn der Exkursion wissen diese Grundschulkinder viel über den wichtigsten Rohstoff überhaupt. Zum Teil haben sie das Thema schon im Unterricht durchgenommen. Wenn sie dann aber an den Ort des Geschehens kommen, zu den Wasserwerken Westerzgebirge, dann zeigen sich noch kleine Lücken. Wichtige Fragen sind, ja, welche Talsperren haben wir denn hier? Kann man das Wasser aus der Leitung trinken? Und das wird ganz unterschiedlich beantwortet. Und insofern ist es schon, denke ich, wichtig, auch diese Thematik mit rüberzubringen. In regelmäßigen Abständen laden die Wasserwerke deshalb Kindergartenkinder und Schüler verschiedener Altersstufen in ihre Zentrale ein. Nach einer kleinen Filmvorführung geht es raus in die Kläranlage. Das Spannendste auf dem Gelände ist der Rücklaufschlammpilz, wo dann der Rücklaufschlamm aus dem Nordklappbecken rauskommt, was immer gern verglichen wird mit einem Schokopudding. Trifft auch zu. Im Labor sehen die Kinder mit Hilfe des Mikroskops die kleinsten Mitarbeiter der Wasserwerke. Es gibt kleine Mikroorganismen zu sehen, die hier im Abwasser enthalten sind, die für die Abwasserreinigung zuständig sind. Das sind kleine Glockentierchen, Wimpertierchen, Bakterien, Fadenwürmer, alles, was im Abwasser enthalten sein kann, könnten wir uns angucken. Am Ende des Tages haben die kleinen Besucher dann mehr Wasserwissen als so mancher Elternteil und können daheim die Erwachsenen aufklären. Doch nicht nur das. Einige Kinder haben sich das gemerkt, sind bei uns etwas später als Praktikanten da gewesen und haben vielleicht sogar einen Beruf hier aufgenommen. Doch eine Schulexkursion nach Schwarzenberg hat auch andere positive Folgen. Denn wer weiß, wie viel Arbeit in etwas steckt, kann auch einfache Dinge wie ein Glas Wasser wesentlich mehr genießen. Und das war Aus erster Quelle für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.